Packen Sie es an. Machen Sie einen Neuanfang. Lassen Sie Ihren Stein hier. Das Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie liegt im Süden von Rheinland-Pfalz in der Nähe von Landau. Wie würdest du die Station Klineck beschreiben? Sehr kompetent am Personal, sehr freundliches Personal und auch eigentlich ein sehr schönes Gebäude so mit Anlagen etc. pp. Der qualifizierte Drogenentzug findet auf Station Klineck statt. Wir nehmen Patienten aus ganz Deutschland auf. Für das Klineck habe ich mich entschieden, weil ich bin hier mit meinem Freund gemeinsam. Wir machen eine Paartherapie. Sie können allein, mit Ihrem Partner oder gemeinsam mit Kind zu uns kommen. Wir helfen Ihnen dabei, dies im Vorfeld Ihres Aufenthalts zu organisieren. Mehrmals in der Woche steht Ergotherapie auf dem Programm. Unter Anleitung können Sie die eigene Kreativität entdecken und Fertigkeiten wieder aktivieren. Also für mich ist das A und O das Geregelte. Morgens aufstehen, essen, laufen, frühstücken zusammen und Sportaktivitäten, das Geregelte halt, das fehlt mir. Deswegen ist eigentlich, warum ich hier bin, das Klinik hier. Sie nehmen an psychotherapeutischen Gruppen teil und können Einzelgespräche führen. Zur Linderung von Entzugserscheinungen setzen wir vielfältige Methoden ein. Zweimal täglich wird eine spezielle Akupunktur angeboten, zusätzlich Aromatherapie und Entspannungsbäder. Im Weiteren gibt es regelmäßige Entspannungsverfahren und unterschiedliche Sport- und Bewegungstherapien. Notwendige Medikamente werden verordnet. Viel Angebote, ja. Ich habe auch früher gern Sport gemacht, Fußball gespielt 18 Jahre lang, bis die Beine kaputt waren. Ja, und hier kann man halt, hat man mehr Angebote, sag ich mal, wie woanders da, finde ich. Und ja, die Leute sind einfach locker drauf, ich komme einfach hier gut zurecht. Wir unterstützen Sie bei der Therapieplatzsuche und der möglichst direkten Vermittlung. Genauso wie beim Regeln dringender sozialer Angelegenheiten, Anträgen und Telefonaten. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen, also wir bleiben noch ein bisschen hier, aber bis jetzt mit sehr guten Gefühlen. Ja. Ich habe auch überhaupt gar kein Verlangen irgendwie. Auch viele Pläne schon gemacht für danach. Es ist einfach ein Platz, wo einem geholfen wird und wo man sich wohlfühlt und wo man alle schlechte Dinge hinter sich lässt. Wagen Sie den ersten Schritt in ein neues, geregeltes Leben, indem Sie die therapiefreie Zeit selbst gestalten, dem Tag eine Struktur geben. Wählen Sie zwischen verschiedenen Freizeitaktivitäten. Meine Erwartungen wurden insoweit erfüllt, dass ich hier nicht genervt wurde oder irgendwie streng belangt wurde. Wenn man sich an die Regeln hält, läuft es hier einfach alles ganz locker. Menschen, die hierher kommen, kriegen Hilfe. Sie haben hier eine Gemeinschaft, aus der heraus sie und mit den Angeboten, die wir haben, ein eigenständiges Leben wieder führen können. Die Station Klinik verzichtet weitgehend auf Medikamente. Sie kriegen therapeutische Unterstützung. Sie kriegen einen Rahmen, eine Tagesstruktur und lernen aus eigener Kraft die Entgiftung durchzustehen und darüber hinaus eine Idee zu kriegen, wie kann es für mich weitergehen, ohne Drogen. Also erstmal möchte ich absolut keine Drogen mehr nehmen. Das habe ich jetzt einfach schon so lange gemacht, dass ich einfach gar keinen Bock mehr drauf habe. Ich möchte kein Geld mehr dafür ausgeben, ich möchte mal wieder normal aussehen, ich möchte nämlich schwitze wie ein Depp. Mein Hautbild ist verschlechtert, alles hat sich verschlechtert, seitdem ich die Droge nehme. Konzentration lässt nach, Schlafstörungen, Essstörungen. Und das möchte ich einfach nicht mehr. Ich möchte jetzt mal ein normales Leben haben. Gemeinsame Ausflüge in die nähere Umgebung sind möglich, zum Beispiel Burgbesichtigungen, Wanderungen, Radtouren oder eine Fahrt ins benachbarte Frankreich. Ein Fitnessraum, Beachvolley- und Basketballplatz sowie die Sportmöglichkeiten des Pfalzklinikums wie Schwimmbad, Sporthalle und Kegelbahn stehen Ihnen zur Verfügung.
Abends sind unter anderem Billard, Dart, Tischtennis oder Kicker möglich. Bei diesen Aktivitäten können Sie Ihre Mitpatienten näher kennenlernen und die Gemeinschaft genießen. Also jeder, der Probleme hat, soll in die Klinik gehen. Ja, kurz und knackig. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.